Herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Wir befinden uns hier immer noch in Empuchu, Empachi, Pachi, Pach und wollen uns doch jetzt mal dem Göttervogel zuwenden, denn es ist ja hier sozusagen das einsame Plateau, die Insel des Göttervogels. Oh, erstmal mit dir reden. Gosso, ja. Ihr seid nicht von hier, aber kleidet euch dran, ihr seid müde. Ja, natürlich. Ihr nicht zahlen braucht. Mhm. Gute Nacht. Gleich erstmal hier pennen. Und das für umsonst, ist das nicht schön? Gosso, ja. Okay, dem Mann hier müssen wir zuhören, der ist wichtig. Der Häuptling. Seid ihr? Goshoya, Goyoshi, Goyosha, Goyosha. Der scheint nicht aus dem Dorf zu sein. Nö, auch mal Sachen. Ich verstehe, ihr möchtet also etwas über den Göttervogel Empyria wissen. Euer Wissensdurst ist sehr lobenswert. Eine Legende zufolge konnte Empyria einst frei zwischen den Welten reisen. Die erste Welt wird die Welt des Lichts genannt. Das ist die Welt, in der wir leben. Die andere ist die Welt der Finsternis. Diese Fähigkeit, frei zu reisen, war etwas sehr Besonderes. Nur Empyria konnte das. Eines Tages errichtete der böse Herrscher der Welt der Finsternis ein großes Tor zwischen beiden Welten. Er war unzufrieden. Er wollte nicht nur die Welt der Finsternis besitzen, sondern auch die Welt des Lichts. Um eine Katastrophe zu verhindern, flog Empyria in die Welt der Finsternis und brachte alle ihre Kräfte auf, um das Tor selbst zu schließen. Die Legende besagt, dass die Anstrengungen nicht vergeblich waren. Das Tor wurde geschlossen. Leider hatte sie keine Energie mehr, um in die Welt des Lichts zurückzukehren. Also, alles, was nun von ihr übrig blieb, ist ihr Schatten. Es wird auch erzählt, dass ihr Schatten von Zeit zu Zeit einen Durchgang, einen Eingang in die Welt der Finsternis erschafft, den man das dunkle Auge nennt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber es wird erzählt, dass man ins Land der Finsternis gelangt, wenn man durch das dunkle Auge geht. Deshalb rate ich euch dringend, dem Schatten Empyrias nicht zufällig zu folgen, sonst fallt ihr in das dunkle Auge, ohne es recht zu bemerken. Ja. Der Typ hat uns jetzt unwissentlich, sag ich mal, weitergeholfen. Er sagt uns aus gutem Grund, dass wir dem Auge nicht folgen, Empyrias Schatten nicht folgen sollen. Wir müssen es aber tun. Wir werden es tun. Wir werden Empyrias Schatten folgen, aber vorher will ich speichern. Ich hab sie ganz vergessen hier. Wollen wir nochmal gucken, was passieren wird. Aber der Göttinbesucher, fantastisch. Wie der Priester dieser kleinen Siedlung. Jojo, komm, halte Wusch, mach hinne. Ja, ach, guck an. Ja, okay. Natürlich, ist klar. Das ergibt alles Sinn. Sei still und lass mich speichern. 9294 Gold haben wir. Ich denke mal, die werde ich hier gut investieren können. Nicht wirklich. Viel zu wenig. Viel zu wenig Knete. Da gibt es eigentlich zwei, drei schöne Items, die man noch kaufen könnte. Aber wie kostet alle was? Wohl da draußen. Was soll denn das? Da fährt ein Versehener rum. Glaub, Spinne. So weit kommt es hier schon. Wo war der Kramladen? Der war da, ne? Was? Da war der Krämer. Der Krämer. Wo gehen wir mal rein? Na du Typi. Goyosa. Warte, seid ihr Kunden? Richtige Kunden? Ja. Na nun komm. Ja, nun ist gut. Herr Gott, nun laber doch nicht von wat weiß ich die Welt und Gott und wat weiß ich. Ich will wat kaufen. So. Zauberstreitkolben, lächerlich. Merkurflorett, lächerlich. Banditenpanzer, richtig geil. Exotische Metall. Wow, der ist auch nice. Und für Jessica wieder super geil. Den, glaube ich, kriegt sie. Und Mithrilhelm. Okay, ich werde als erstes den Flammenschild kaufen. Ja, den kann man im Kampf benutzen, ich weiß. Den kriegt aber Jessica. Ja. Gut, jetzt habe ich kaum noch Geld. Das heißt aber, wir werden mal eben die Chance nutzen und ein bisschen was verticken hier. Eisenrüstung. Weg. Eisenschild. Ja, das behalten wir nochmal. Eisenrüstung weg. Drachenpeitsche kann weg.
Dankbarkeit. Ja, du fahr weg mit dem Scheiß. Die Bögen behalte ich aus guten Gründen. Die Gründe müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Piratenblut, die soll ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht kann jemand ausrüsten. Meine Stahlstachelpeitsche, die wir gefunden haben, weg damit. 15.000 ist schon mal sehr, sehr schön, was wir jetzt schon haben. Oh, nochmal schnell was. Start des Götterzorns, Zwiespaltklinge. Nee. Die behalten wir. Ich kaufe jetzt noch eine Sache. Und zwar entweder einen Mithrilhelm oder einen Banditenpanzer. Der erhöht Jengis. Ich würde gerne den Mithrilhelm kaufen. Ja, ich kaufe den Mithrilhelm. Ja. So, der kommt aber in den Beutel. Ihr werdet sehen, damit habe ich jetzt was vor. Mit dem Mithrilhelm kann man hier so eine kleine neue Sache im Alchemiekessel machen. Die dann nützlicher sein wird. Ja. Alchemiekessel. Und dann bewegen wir uns jetzt gleich straight auf den Weg zum Schatten, wo wir hinwollen. Okay, darf ich bitten? Mithrilhelm. Dann brauchen wir einen Kuhfladen. Und wir brauchen frische Milch. So, ich glaube, das müsste reichen. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Oder muss es andersrum? Nee, so geht's. Ja, es wird einige Zeit dauern, bis da was passiert. Ich weiß. Aber es lohnt sich. Okay. Auf wie... da will ich raus. wo kann ich nochmal raus da? Dadurch, dass wir vom Ältesten jetzt den Rat bekommen haben, geh nicht zu Empyria, das bringt dich um, sind wir natürlich so weise und tun es trotzdem. Auf dem Weg, wenn wir das machen und auch in der Zeit, in der das Event startet, werde ich die Schutzaura immer mal wieder aktivieren, da die wichtig ist. Ja, es funktioniert auch so, aber... Nee, ich mach's lieber mit. So, noch passiert hier gar nichts. Wir müssen nämlich zu diesem Vorsprung da oben. Dann passiert das. Jetzt achtet alle mal mit drauf auf den Bildschirm. Gucken, was passieren wird, ob etwas passiert. Das meinte ich eigentlich nicht, aber okay. Oh, um Gottes Willen. Der Höllegator, die stärkste Kreatur hier auf dem Plateau. Heieieiei. Der Höllegator ist mit 500, gut über 500 Life Points ein extrem harter Brocken und mit einer gewaltigen Angriffskraft ausgestattet. Oh oh, Ratsch 66, boah, richtiger Schaden, ne? Höllegator. Wuff, Alter, auf den Boden knallt, ey, was Erdbeben. Der alleine gibt schon über 600 Erfahrungspunkte. Das ist einfach so Wahnsinn. Seht ihr das? Auf dem Boden ein Schatten. Das ist der Schatten des Göttervogels. Diesem Schatten müssen wir jetzt folgen. So lange, bis er meint, er möchte nicht mehr fliegen. Ist das nicht geil? Wenn man nach oben guckt, da ist einfach nichts. Das ist so krass. Es ist Empyria, der Göttervogel. Zumindest der Schatten. Des Göttervogels. Ja, der fliegt jetzt eine ganze Weile hier durch die Gegend. Die müssen wir jetzt folgen einfach. Wir sind nicht mehr jed. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Anscheinend soll ja das dunkle Auge dann entstehen. Das finde ich total genial. Wenn zwischendurch ein Kampf kommen sollte, ist das nicht wild. Der Schatten wird nicht weiterfliegen, der wird stehen bleiben. Ich werde jetzt die Schutzaura auch nicht erneuern, ist es halt so. Wobei, ich sollte es vielleicht doch mal tun. Ich symbolisiere euch das jetzt mal. Ich habe jetzt die Schutzaura, ich bin jetzt im Menü, pausiert und ihr seht, der Schatten fliegt jetzt erst weiter. Total cool. Gott sei Dank ist das so. Wenn wir den Schatten verlieren sollten, kann man jederzeit zurückgehen zum Ausgangspunkt, zu dem... Was ist denn das da, wo das war?
Ja. Zu dem Hort oder was, zu dem Schrein oder was das ist, keine Ahnung. Der Torbogen. Nennt's wie ihr wollt. Ach, ist das nicht schön. Und Empyrea ist nicht weitergefunden, jetzt direkt angeguckt, ne? Weil ist ja so spannend. Ist ja ganz schön großer Vogel, oder? Mal so guckt, die Spannbreite. Und wir stehen da so mittendrin. Ah, wir sind fast schon da. Da hinten auf dem Hügel ist es schon soweit. Das Gemeine, was ein jetzt noch erwartet, ist, dass Empyrea durch diese Giftsuppe fliegen wird. Das ist noch eine Truhe, die holen wir uns jetzt aber nicht. Nö, lass mal stehen. Voll uncool, die fliegt da einfach durch. Okay. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Empyrea ist hier oben. Dann müssen wir weiter folgen. Sie fliegt noch ein bisschen im Kreis. Natürlich! Kurz vor knapp. Oh, Paradiesvögel! Wie schön die aussehen, oder? Oh, voll sweet. Ach, schöne Farben, ne? Aua. Das war ja klar, das musste ja wiederkommen. Aua. Mann, immer auf Angelo. Der Arme. Danke. Können wir dann? Siehste, in dem Moment startet gleich das Zwischen-Szenario. Was ist los? Ein Geräusch gehört. Der Schatten hat sich vom Boden erhoben, flog durch die Luft und es erscheint ein Loch. Und hier ist das dunkle Auge. Wir werden gleich mal reingesogen. Ne, werden wir doch nicht. Wir gehen gleich mal rein. Willkommen. Boah. In der Welt der Finsternis. Die Welt der Finsternis sieht genauso aus wie die eigentliche Welt. Ist alles duster. Wir können auch nirgendwo anders hin, außer hier.